Als wir das erste Mal mit diesen Projekten nach außen gegangen sind, hat man uns ein bisschen belächelt. Wir haben unseren Weg konsequent weitergeschritten und mittlerweile ist die Akzeptanz sehr groß. Die gesamte Republik weiß heute, was wir hier in Hamburg vorhaben. Und alle schauen ganz gespannt in den Norden. Mit dem Zentrum für Ressourcen und Energie plant Hamburg die Müllentsorgung der Zukunft. In 5 Jahren sollen hier die Abfälle an einem zentralen Ort nicht nur sortiert, sondern auch der Restmüll verbrannt und organische Abfälle zu Biogas verwertet werden. Der Abfall wird einmal auf das Gelände transportiert, wird dann über Förderbänder zu den eigentlichen Behandlungsstationen geführt und das Gelände verlassen dann nur noch die Reststoffe, Schlacken, Filterstäube und dann die Produkte Strom, Wärme und Gas. Der Wegfall der Lkw-Transporte zwischen den einzelnen Schritten der Entsorgung bedeutet weniger Lärm und weniger CO2-Belastung. Doch einfach wird das nicht. Das Gelände im Hamburger Norden ist eigentlich zu klein für die vielen Gewerke, die hier entstehen sollen. Die Lösung? Man baut in die Höhe und koppelt die verschiedenen Sektoren miteinander. Doch so simpel das klingen mag, wirkliche Vorbilder für diese Ideen gibt es noch nicht. Hier in Hamburg entsteht etwas Besonderes. Weltweit gesehen gibt es sicherlich in Asien Projekte, die vergleichbar sind, aber das, was wir hier in Hamburg realisieren wollen, ist einmalig für Europa.